Nächster Redner ist der Neosozialsprecher Gerald Lorca. Sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin, ja, die Wohnbauförderung wird jetzt verlängert. Es gibt eine kleine Steuerautonomie für die Länder. Das ist einmal grundsätzlich zu begrüßen. Der Ökonom Charles B. Blanchard hat gestern in seinem Blog geschrieben, ein gut gebauter Föderalismus bedarf der Subventionen nicht, er trägt sich selbst. Und da gehen wir einen Schritt in die richtige Richtung. Es muss zusammengefasst werden, wer ist der Nutznießer, wer ist der Entscheidungsträger und wer ist der Steuerzahler. Der sollte am selben Ort zusammenkommen. Und dann kann Föderalismus auch funktionieren, nämlich anders, als er bisher in diesem Land funktioniert hat. Und wenn die Wohnbauförderungsbeiträge nicht nur aus dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag bestehen in Wirklichkeit, sondern eben auch aus den rückgezahlten Geldern aus Wohnbauförderungsdarlehen. Und wenn der Bund den Ländern darüber hinaus noch Wohnbaugeld gegeben hat, dann wissen wir heute, dass dieses Geld nur zu einem kleinen Teil im Wohnbau gelandet ist und dass die Bundesländer das Geld anderweitig verlocht haben. Das Institut für Immobilienbauen und Wohnen hat festgestellt, im Jahr 2015 haben die Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg die gesamte Wohnbauförderungsleistung aus den Darlehensrückflüssen gedeckt. Das heißt, das, was den Leuten vom Lohn und Gehalt abgezogen worden ist, das, was die Arbeitgeber als Lohnnebenkosten bezahlt haben, ist in den Länderbudgets beinhart versickert. Und damit schaffen sich die Landeshauptleute ein Körperlgeld, mit dem sie sich das Wohlwollen der Bürger einkaufen, wenn man halt jeden Trachtenjanker sponsert, der irgendwo bei einem Verein gekauft wird. Und dafür ist dieses Wohnbaugeld nicht gedacht. Es fehlt in dieser Bestimmung etwas, nämlich dass die Länder, wenn sie autonom darüber entscheiden, auch verpflichtet sind, das Geld tatsächlich für Wohnbau einzusetzen. Das haben sie aber nicht vor. Am Tag, nachdem der Herr Finanzminister mit den Landeshauptleuten diese Einigung erzielt hat, haben die Landeshauptleute bekannt gegeben, dass sie ein Kartell abgeschlossen haben, nämlich dass sie alle den Wohnbauförderbeitrag bei 1% belassen werden und ihre Autonomie nicht nutzen werden. Wenn das Firmen machen würden, wäre das Kartellgericht an diesem Tag auf der Matte. Aber Landesfürsten, die Fürsten der Finsternis, können das machen. Um sie dazu zu zwingen, dieses Geld für Wohnbau auszugeben und nicht für andere Landeshauptleute Späße, bringe ich folgenden Abänderungsantrag ein, der den Bericht des Budgetausschusses über den Antrag 2269a angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Erstens, in Artikel 3 werden nach Ziffer 8 folgende Ziffer 8a und 8b eingefügt. 8a, § 16 Absatz 1 Ziffer 3 lautet: Drittens, ab dem Jahr 2018 der Wohnbauförderungsbeitrag zum Zwecke der Finanzierung der Förderung des Wohnbaus und der Wohnhaussanierung im Sinne eines nachhaltigen Wohnangebotes. 8b in § 16 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt. 1a, die Länder haben dem Bundesminister für Finanzen bis zum 31. Mai eines jeden Jahres einen Jahresbericht über die Verwendung des Wohnbauförderungsbeitrages und der Rückflüsse aus offenen Wohnbauförderungsdarlehen zu übermitteln. Die näheren Grundsätze hinsichtlich der Erstellung der Berichte hat der Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der Länder festzulegen. Römisch 2. In Artikel 3 wird in Ziffer 10 in § 30 Absatz 1a nach Ziffer 1 folgende Ziffer 1a eingefügt. 1a, § 16 Absatz 1, Ziffer 3 und § 16 Absatz 1a mit 1. Jänner 2018. Dankeschön. Es fehle in dieser Bestimmung, dass die Länder das Geld auch wirklich für den Wohnbau ausgeben müssen, sagt Gerald Lorca, der Sozialsprecher der NEOS. Die NEOS bringen dazu einen Antrag ein.